Chaotix Gaming. Normal kann jeder. Hallo liebe Chaoten und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Landwirtschaftssimulator 17 auf der Neustadt-Map. Willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir befinden uns hier immer noch auf Feld 7. Ich war ja letztens dabei, das Vorgewende anzusehen. Und ich werde jetzt den Helfer einstellen. Und dann werden wir mal schauen, was wir tun. Ich habe überlegt, vielleicht, wenn es gar nicht so viel zu tun gibt, können wir auch eine Mission machen, weil ich bin ziemlich knapp bei Kasse. Oder, was mir jetzt gerade noch spontan einfällt. Genau, wir fahren mal die Lager leer. Guck mal, 14.000 Sojabohnen, die verkaufe ich jetzt einfach mal für 2.209. Ist in Ordnung. Da werden wir uns mal drum kümmern. Dann nehmen wir auf jeden Fall, was nehmen wir denn dafür? Den Johnny? Ja, wir nehmen den Johnny. Oder nee, guck mal, den Fendt hatten wir noch nicht. Der muss ja auch benutzt werden, damit die Betriebsstunden ein bisschen hochgehen. Kann ja nicht sein. Oh yeah, Baby. Kann ich ihn jetzt zulassen? Ich weiß nicht, was das soll. Ich kann ihn nicht zulassen. Ich würde so gerne da hinten irgendwas draufschreiben. Naja, schade. Dann auf geht's zum Hänger. Das war mir so klar. Kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren. So, 18.000 waren es. Da reicht dann der kleine Hänger. Die 200, die da übrig bleiben, die sind egal. Das ist schon mal ein Vorrat, die Reserve für den nächsten Winter. So. Dann holen wir uns mal die Sojabohnen. Ach, 14.000 waren es nur. 18.000 kann ich laden. Na, siehste. Problemlos. So, fahren wir mal hier vorne die schmale Ausfahrt raus. Oh oh. Die Idee so gut war. Ja, komm, 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 komm. Kämpfe, kämpfe. Jawoll. Geschafft. Easy. So, wo ist dann eigentlich Baywa? Ach, da unten, okay. Also auch gar nicht so weit. Ich glaube, der Weg dahin war ein bisschen tricky. Ich erinnere mich gerade ein bisschen zurück an die Streams damals. Ich glaube, ich muss vorher runterfahren. Ich weiß es gar nicht mehr. Oh Gott. Doch, ich muss vorher runterfahren. Ja klar, die Brücke ist kaputt. Gut, Junge. Also hier runter. Ja, ihr habt es wahrscheinlich auch in letzter Zeit gemerkt. Ich streame weniger. Es gibt auch nicht mehr irgendwie so viele Videos. Ist ein bisschen weniger geworden. Möchte mich ein bisschen, ja, auch mal ums Real Life gemacht, ne? Nebenbei. Und, aber keine Sorge, es geht weiter. Aber es gibt halt nur noch ein bis zwei Streams irgendwie die Woche maximal. Und meine drei, vier Videos werde ich mal. Nur in dem Dreh. Kann auch mal weniger sein. Kann auch mal mehr sein. Wie ich Lust habe. So, 31.000 haben wir eingenommen. Hey, steht ein Gabelstapler im Weg. Super, habe ich 49.000. Ich habe nämlich überlegt, die 6 Meter Direktsaat zu holen. Die ist zwar nicht mehr dann vom Kuhn DLC, was eigentlich super geil war, aber dafür habe ich 6 Meter Arbeitsbreite. Die 3 Meter ist schon echt eine Qual. Und das war bloß Feld 7. Wenn ich jetzt daran denke, Feld 16, Feld 23, das wird mit 3 Meter echt heftig. Hier fährt ein Auto lang, wusste ich gar nicht. Voll gefährlich. Hey. Ja, stimmt, aber wenn ich die andere Sämaschine jetzt verkaufe, dann kriege ich ja auch noch Geld wieder. Was ist die denn wert? Was ist die denn wert? 23.000. Klingt gut, klingt gut. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, das werde ich dann gleich durchziehen. Einen Kreditrahmen müsste ich ja auch noch haben. Den habe ich ja noch nicht ausgenutzt. Ganz schön schnell hier, der Fendt.
Hallo. So. Dann bringen wir den Hänger zurück oder fahre ich noch was weg? Das ist alles so wenig, ne? Da warten wir überall die nächste Ernte noch ab und dann machen wir das mal, aber... Ich würde sagen, jetzt lohnt sich's noch nicht. Na, kriege ich die Halle? Oh, ne. Ja, da wäre ein Einweiser nicht schlecht. Ah, ich hab's ja geschafft. Zack. Monster Energy. Ah, bin ich gar kein Fan von. So. Und dann schauen wir mal. Ah, oh, perfekt. Guck mal. Hey, stopp. Hey. Ach, die muss man einklappen. Das vergesse ich immer wieder. Die muss man gar nicht einklappen. So. Dann bringen wir die jetzt... Die verkaufe ich und hole mir die 6 Meter jetzt. 6 Meter Direktsaat. Und dann werden wir den Rest des Feldes hier noch schnell ansehen. Und dann kann es weitergehen. Dann kümmern wir uns um die nächsten Felder. Das ist ja das Gute hier, dass uns alle Felder gehören, bis auf 2 oder 3, wo man dann Missionen auch machen kann. Also es wird nie langweilig. Es gibt genug zu tun. Fast schon zu viel. Dann hole ich bald auf jeden Fall noch Tiere, habe ich geplant. Ja, und dann sollten wir uns gut entwickeln hier mit unserem Betrieb. 28.000 sogar. Sehr gut. Einsteigen, kaufen, Sämaschine, 6 Meter. Dankeschön. Zack. Saatgut wollte ich auch noch holen. Fällt mir jetzt gerade ein. Mal gucken, ob das bisschen Saatgut, was ich da noch am Hof habe, ausreicht. Muss jetzt ausreichen. Überlege, platzierbare Saatguttanks zu holen, aber das wäre wieder ein bisschen langweilig. Ich habe so schöne Frontlader. Nee, das werde ich selber holen, echt mit dem Hänger. Wird dann in der nächsten Folge sich um die Paletten drehen, den Transport. Oh mein Gott, wie ich mich da wohl anstellen werde. Da bin ich jetzt schon gespannt drauf. Oh Mann. Ich habe das nämlich bisher eigentlich, ehrlich gesagt, immer mit platzierbaren Nachfülltanks gemacht. Oder hab's im Multiplayer dann von anderen machen lassen, weil... Ja, und dadurch habe ich nicht so... Nicht die beste Erfahrung im Frontlader Dingsbumstum. Ihr wisst schon. Nee, obwohl, aber Schafpaletten, Wollpaletten habe ich auch gemacht. Aber ja. Es wird ewig dauern. Ihr merkt, ich habe keinen Bock drauf. Aber ich mach's. So, mal gucken. Da bin ich jetzt echt gespannt. Stehen überhaupt noch welche da? Ich glaube, da steht schon gar keine mehr, oder? Doch. Ah. Okay. Ja. Jetzt hänge ich mit der Sämaschine fest. Sehr gut. Seit wann muss man eigentlich selber die Plane schließen? War doch früher nicht. Naja, ist ja auch egal. So, jetzt geht's ab wieder zur 7 schnell. Saatwählen. Sojabohnen kommen da wieder ruf. So, und jetzt sollte das ja ordentlich schnell gehen hier mit 6 Metern. Wunderbar. Huch. Unsauber gearbeitet. Ja, nicht wundern. Erste Bahn. Jetzt habe ich ein bisschen verschenkt. Ne? Hol mir eine 6 Meter Arbeitsbreite, benutze aber nur 4. Ich weiß. Alles gut. Ja, das geht auf jeden Fall jetzt schon viel schneller. Klar, ich mache 2 Bahnen auf einmal im Gegensatz zu gerade.
Oh Mann. Ja, aber ich wollte unbedingt gerne zumindest sie mal ausprobiert haben. Habe ich jetzt gemacht, die 3 Meter Drehmaschine von Kuhn. Fand ich irgendwie cool, dass es das endlich gibt in 3 Metern Direktsaat, weil es gibt ja halt Maps, die sind noch kleiner und da hast du dann richtig winzige Felder und da ist es dann schon, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, wenn du dir den Arbeitsschritt ersparst und trotzdem eine kleine Arbeitsbreite hast. Ja. Ja, grubbern halt nicht nochmal extra. Ja. Aber für mich hier auf der Map. Nee. Vielleicht auf Feld 26, ja. Oder Feld 6, guck mal. Oh, Feld 6. Aber ich glaube, selbst da ist es schon noch zu anstrengend. Naja. Uiuiui, hier kommt er aber ins Kämpfen und verbraucht gleich fast 60 Liter hier. Boah. Gut, dass wir das keine Stunde durchziehen, dann wäre ich ja pleite. Ich bin gespannt, wo sich der Hof hinentwickelt. Ich weiß auch, ich habe mir noch gar nicht überlegt, ob ich Schafe oder Kühe jetzt mache. Nächster Zukunft. Schafe. Wo wären die denn eigentlich? Wären die am... Gibt es hier Schafe? Gibt es einen Wollpreis? Ob es einen Wollpreis gibt? Ja. Klar, gibt ja auch eine Weberei. Wo waren denn die Schafe? Hof 1, Kühe, Schweine, Hof 2, Schafe. Ach, da hinten. Ah, jetzt verstehe ich. Alles klar, da war's. Ja, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Da unten bei Feld 26, da ist der zweite Hof. Und da waren die Schafe stationiert. Stimmt. Und an Hof 1, also da, wo ich sowieso gerade bin, da sind die Kühe. Naja, mal gucken. Ist ja vielleicht auch ganz spannend, mal Schafe und dann immer wieder runterfahren da. Warum eigentlich nicht? Einen Wald, habe ich auch gesagt, werde ich auch mal zwischendurch gehen, aber da fehlt noch ein bisschen was. Obwohl, da könnte ich einfach eine Kettensäge holen. Und irgendeine Transportmöglichkeit. Ja, einen kleinen Kipper und kleinschneiden halt mir die Mühe machen. Ja, machen wir mal einen Rundgang im Wald, genau. Eigentlich super easy, weil ich kann ja auch noch den Container abladen und dadurch ist ja der Hänger dann gar nicht mehr so hoch. Ich habe gerade nämlich überlegt, oh, der Hänger ist immer verdammt hoch. Aber klar, ich kann ja die Mulde da, den Container einfach abladen. Und dann hat er doch eine echt angenehme Höhe. Cool. Na, da freue ich mich irgendwie doch drauf. Ja. Was werden wir noch machen? Arugos Forest. Sehr gut, und wir haben es gleich gepackt und dadurch, dass ich die große Direktzeit jetzt geholt habe, haben wir das Feld sogar noch in meiner Wunschzeit geschafft, denn Folgenlänge will ich ja so um die 15 Minuten immer gerne haben. Ja, und wir haben jetzt 14. Super. Mensch, hätte ich ja nie geschafft. Mit der 3 Meter Arbeitsbreite wäre ich jetzt halb so weit, ne? Ja. Nee, ist schon besser. Man will ja zu was kommen, es soll sich ja entwickeln, ne? Und man will ja nicht immer nur sehen, hier, Aro ist immer noch Feld 7. Das hat mich sehr gestört am Coldborough Park Farm Projekt, was übrigens wahrscheinlich nicht mehr kommen wird, weil es mir auch selber nicht so einen Spaß gemacht hat. Das war irgendwie doof, die Map war gar nicht so geil, da habe ich mir am Anfang eingebildet, boah, die ist krass, die ist neu. Naja, gar nicht so krass jetzt. Und ich habe auch zu wenig Mods irgendwie drin gehabt. Ne, wisst ihr, wie ich meine? Das war... die Leute hat es nicht interessiert, ne? Und mich irgendwann auch nicht mehr. Weil es ist halt so Standard, ne? Dann habe ich so andere Spielstände und da hatte ich dann Mods drin, ne? Im Singleplayer halt, privat.
Ja, das macht dann halt noch mehr Fun, wenn da Mods drin sind. Klar. Völlig normal. So, letzte Bahn. Sehr schön. Ja, wie gesagt, und in der nächsten Folge werde ich mich dann um die Beschaffung von Saatgut kümmern. Und dann werden wir auch irgendwann mal in den Wald gehen. Wird anstrengend, aber ja, habe ich Bock drauf. Habe ich echt Bock drauf. Ja. Sauber. Supi, wir haben es geschafft. Ja, dann bringe ich den jetzt zurück zum Hof. Verabschiede mich von euch. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast und es dir gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo da. Würde ich mich natürlich mega drüber freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Aro. Ciao.